weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und weiter geht's mit dem Spiel gegen die Bayern. So, da ist ein Leihangebot für Gaudino eingetroffen. Das möchte ich gerne mal nutzen. Sind wir da dran? Sollen sie den holen, weil vielleicht würde er dann mal. Es ist schade, dass ich den nicht wirklich verpflichten kann. Nächster Spieltag, also Spieltag, ich will jetzt an, Spieltag Nummer 9 gegen jetzt die Münchner. Also gegen die zweite Vertretung der SFC Bayern. Es ist durchaus ein Aufsteiger. Die ersten 5, das sind alles potenzielle Aufsteiger, ne? Und ich hoffe, dass wir am Ende der Saison dann mit dabei stehen. Weil das letzte Spiel tatsächlich durchaus. Oh, Gaudino, abgelehnt, okay. So, ich kann übrigens auch mal, das wollte ich eigentlich noch gemacht haben, wie es dann aussieht in den anderen Ligen. Ich guck mal gerade, wie die Bundesliga momentan steht. Leipzig, Dortmund, Bayern, ja, die ersten 8, wo sind dann die Aufsteiger so? Hamburg auf 14, Kiel sogar auf 18. Greuther Fürth auf 16, also die sind alle da unten mit drin irgendwo. Zweite Bundesliga, gucken wir mal. Wie dann die Absteiger so stehen. Mainz auf 2, Bielefeld auf 4. Gut, die Aufsteiger 60, Dresden auf 18 und 17. Na gut, wir sind ja als dritter Absteiger quasi da durchgereicht worden in die dritte Liga. Deswegen sind es auch nur 2 Absteiger. Nämlich eben jene Mainz und Bielefeld, die auf der 2. Liga sind. Die sind gut dabei. Also es ist und wie halt. Bei uns steht es momentan ein bisschen anders. Wir sind, es ist verdammt knapp da oben. Also wie gesagt, nach 9 Spieltagen, 9. Spieltag stehen wir ganz oben. Und da unten stehen einige andere Teams, die wir da nicht haben. Aber da Duisburg zum Beispiel auch 15 nur. Und wir spielen jetzt zu Hause gegen den Tabellen 7. Und wenn wir das Ding verlieren, dann sind es auf einmal wieder nur noch 3 Punkte bis zu den Bayern. Also es kann durchaus mit der Niederlage wieder ganz in die andere Richtung gehen, ne? So. Leider müssen wir einige Spieler Gaudino weg. Gaudino bleibt auf jeden Fall. Erstmal. So, wir gehen mal rein in die. Spielmann ist ausgeliehen. Gut. Nach Watford. Ist quasi für den Rest der Saison jetzt ausgeliehen. Aber das soll mir jetzt egal sein, das Thema. Ich bin so zufrieden und das ist die Aufstellung der Bayern. Und unsere Aufstellung und ja, damit gehen wir rein ins Spiel. Spieltag Nummer 9. So. Na dann, auf geht's. Bayern München 2, Heimspiel. Felix Platte mit dem Sieg, mit dem Führungstor, 2-0 gegen Rostock. Auch hier wieder getroffen, 12 Saisontore hat er mittlerweile. Und das nach 8 Spielen ist das durchaus ganz gut. Und das weckt natürlich auch ein bisschen Gärtlichkeiten, ne? Wenn dann, je nachdem, wie hoch die Angebote sind, muss ich da auch mal überlegen, ob ich den nochmal abgebe, gerade für die zweite Liga. Ich weiß auch nicht, wen ich dann in der zweiten Liga einplane. Ja, wir spielen halt, wie gesagt, heute gegen die kleine Vertretung des FC Bayern. Und wir müssen eigentlich auch hier ein bisschen gewinnen. Und hier treffen die beiden Torjäger aufeinander. Platte und Kühn. Einer mit 12, einer mit 7. Mal gucken, wer es heute macht. Und wenn ich ehrlich bin, mir gefällt immer noch so ein bisschen meine Defensive nicht. Da bin ich immer noch, kriege ich ein bisschen zu viele Gegentore. Haben wir jetzt auch gegen Rostock gesehen. Die haben uns eigentlich ganz schön ausgespielt und
Das hätte auch durchaus ein bisschen anders ausgehen können. Naja, wie immer sei. Hoffen wir mal heute auf ein gutes Ergebnis. So. So. Aufstellung natürlich unverändert, klar. Und jetzt geht's los. Spieltag Nummer 9. Auf geht's. Major. Ah, da. Ja, schade. Okay, da habe ich ein bisschen. Ich glaube, da könnte ich auch wieder durchstecken. Aber wollte da nicht. So, die großen Bayern können wir oft genug nicht schlagen. Jetzt sollen es zumindest die kleinen Bayern sein. Ah, das war nicht gut gespielt. Ja, wieder die Defensive steht definitiv da nicht gut. Mal gucken, was wir da. Ja, ja, gib vor uns. Sehe schon. Nein! Ja, aber gibt euch Krüger. Und da können sie nochmal klären. Ja, Jack, jetzt hat er mal ein bisschen Luft. Schade. Den hat er nicht voll getroffen. Das hätte vielleicht auch eine Chance sein können, aber jetzt habe ich da nicht den Ball. Gut, wollte gerade sagen, gut reingelaufen, aber gut gesehen, aber. Der kommt nicht durch. 28. Minute. Ja, 0:0 wirklich echte Chancen haben wir noch gar nicht gehabt. Beide nicht. Ja, bisschen alles zu einfach momentan. Alles viel zu einfach gerade. Alles viel zu einfach gerade. Ecke. Viel zu schnell hergeschenkt alles. Jetzt, Mamba. Der kann mal ein bisschen was gehen. Und ich glaube, es war kein Abseits, oder? Scheinbar nicht. Und den Konter gesetzt 1-0. So, 1-0 auf jeden Fall schon mal gemacht. Kubilanski müsste es gewesen sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, es ist die Nummer 11. 5. Saisontor. Yes! Marcin Kubilanski.
Sein fünftes Ligator und damit ist es 1-0. Die Ecke der Bayern einfach gekontert, abgefangen und dann gibt ihm über Krüger ab in den Lauf. Keine Abseits, weil, glaube ich, aus eigener Hälfte gestartet oder vielleicht auch knapp einer dahinter, wie auch immer. Schiri sagt, ist okay, Tor passt, 1-0, wunderbar. Schön abgelaufen, Knezevic. Ja, das war eine gute Grätsche, war auch eine ganz, ganz wichtige Grätsche. Weil das wäre richtig gefährlich geworden und dann. Und das sagt der Schiedsrichter, hier gibt es Freistoß für, oder? Sehe ich das gerade richtig? Ja, er gibt den Freistoß, er gibt den Freistoß hier. Aber der bringt überhaupt nichts ein. Der war viel zu hastig, viel zu voreilig ausgeführt. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt in der Pause mit dem 1-0 gehen. Jawohl. Gegen Rostock, glaube ich, führten wir 2-1 zur Pause. Ja, 2-1, genau. Und hier führt man zumindest mal 1-0. Die erste echte Chance hat man dann irgendwann auch genutzt. Durch Kobylanski nach Minute 37. Und hofft, dass man jetzt natürlich mit dem nächsten Schritt 9 Punkte von den Bayern wegziehen kann. Und hier gucken wir mal auf die anderen Zwischenstände. Die sind gar nicht mal so schlecht, weil Sandhausen Rostock nur 1-1 steht. Das heißt, ein Gegner, der hinter einem ist und oder hinter uns ist mit Rostock, der wir ja jetzt geschlagen hat, mit 3 Punkten dahinter, ziehen nur ein bisschen weg, dann werden wir auf 5 Punkte weg. Sandhausen kann sich nicht wirklich rankämpfen oder kann nicht dranbleiben. Ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Jetzt in der zweiten Halbzeit. Das Ergebnis ist dann ganz gut. Beide Torjäger konnten noch nicht treffen. Kobylanski schon. Und damit steht es 1-0. Und damit geht es in die zweite Halbzeit. Und dieser lange Ball, der kommt überhaupt nicht an. Mercan. Schöner Ball. Jetzt kommt er mal durch. Jawohl. Ach, der kommt nicht an. Das hätte vielleicht etwas anders ausgehen können oder anders ausgehen dürfen. Und jetzt laufen die Bayern mal über die Außenbahn. Und Weiser sagt, nicht mit mir, an dir. An mir kommst du nicht vorbei. Auch wenn du bei mir groß FC Bayern stehst und wieder so eine Ecke, die jetzt auf einmal den Bayern wieder um die Ohren fliegt. Zweite Ecke mittlerweile. Also die Bayern müssen aufpassen, dass sie hier nicht. Jo, das geht einfach. 2-0. 56. Minute. Die zweite Ecke abgefangen. Und wieder fliegt den Bayern die Ecke um die Ohren. Gleiches Spiel mit dem 1-0. Platte ist ja der Tor, der Vorlagengeber. Nee, Kodanski war es. Entschuldigung. Nicht mal Platte. Schöner Hackentrick. Und dann macht Mamba den Mittelstürmer und sagt dann, ich treffe hier ohne Probleme. 2-0. Auch der mit seinem, jetzt glaube ich, vierten Saisontor, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gucken wir mal nach. Nee, sein zweites erst. Okay. Ich dachte mir, es wäre schon mehr gewesen. Aber es ist nur das zweite Saisontor. Traf zum 1-0 gegen Hansa Rostock im letzten Spiel. Und heute das 2-0 gegen die Münchner Bayern. Ja, wunderbar. Und wie gesagt, die Bayern müssen aufpassen, dass sie hier regelmäßig die Absicherung reinkriegen in die Ecken, weil das ist jetzt zweimal schief gegangen. Und Platte, der holt sich den Ball gegen Stanisic. Ja, das ohne Probleme. Bujelab! Und da feiert der Keeper sein Tor. Schönes Ding da. Und jetzt wechseln die Bayern aus. Und kriegen. Die Schalker kriegen die nächste Ecke. Jetzt machen wir. Gucken wir, wie die Schalker die Ecken spielen. Na, nicht ganz so. Die Bayern können diesmal nichts nutzen. Kolassi, na, Jups, was war das denn? Das war ja mal überhaupt nichts. So, 66. Minute sind wir mittlerweile schon.
Man führt mit 2-0. Wie gesagt, zwei quasi identische Tore. Bayern hat eine Ecke, die Schalker kontern zweimal aus. Und nicht das 0-3. Platte übrigens auch ohne Tor. Kühn übrigens auch noch ohne Tor. Aber er hier mit schönem Tor in der Vorlage. Und jetzt geht er mal außen vorbei und kommt nicht rein. Jetzt Mercan. Die Flanke. Uiuiuiui. Jetzt noch ein Eigentor der Bayern durch Meier. War das. Oder fast noch ein Eigentor. Das war keins, aber es hätte auch ein sein können. Das war Bayern nochmal in der Vorwärtsbewegung. Die Schalker machen es klug. Ich hab's gesehen. Krüger, der geht durch. Krüger und Elfmeter. Die Chance kann der Keeper noch verwalten. Und der pfeift den tatsächlich zurück, den Meier. Heute mit dem schwarzen Tag eben fast das Eigentor hier. Und er verhindert das. So, und einer darf schießen, das ist Felix Platte, verhindert, macht er das 0-3? Nein! Also der kriegt heute gar nichts auf die Reihe. Der trifft scheinbar heute nicht im Duell mit dem Torjäger. Sogar das, den Elfmeter, den macht er nicht. Mamba jetzt vielleicht mal, ne? Gar nichts. Doch, macht er wohl. Mama. Der will aber, der will unbedingt treffen heute, der Platte noch. Aber scheinbar haben die Bayern heute oder das Spielglück heute irgendwas dagegen, dass sie, dass nichts passiert, dass er heute nicht treffen darf. Also, der Elfmeter verschossen, aber wichtig ist halt, dass beide zwei Ecken den Bayern um die Ohren geflogen sind. Man führt mit 2-0, holt sich hier wahrscheinlich die nächsten 3 Punkte und Reno. Und jetzt gibt's Ecke für die Bayern. Kriegen sie das dritte Mal jetzt zumindest. Im dritten Versuch ist die Ecke raus. So, die Bayern, die Schalker wechseln und vielleicht kriegen sie hier, mal gucken, ob sie Bayern jetzt diesmal gehalten bekommen. Ah, diesmal ja. Aber auch nur, weil die Schalker den Fehlpass spielen da vorne. Und dann ist hier Feierabend. Platte heute kein Tor. Kobylanski hat heute quasi den Unterschied gemacht. Und trotzdem gewinnen die Schalke hier 2-0. Werden sie einfach zwei Eiken dabei ankontern. Mamba und Kobylanski geben uns die Tore heute. Platte heute leider extrem glücklos. Schade. Ja, da war der Elfmeter hätte vielleicht sogar passen können. Oder. Es hätte einige Worte passieren können. Aber es ist nichts passiert. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ja, es läuft so langsam ein bisschen, ne? Wir haben jetzt, ich glaube, 4., 5. Sieg jetzt in Folge oder so.
So, da mal. Da war heute ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Wenn man es mal so ehrlich ist. Danke für das Gespräch. So. Und auf einmal ist es immer so ein bisschen weg oben. Jetzt kann so ein Haring kann auch nicht mehr rankommen. Wir können das Spiel noch ein bisschen ausgleichen. Ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner jetzt sein wird. Haring macht sie uns nicht. Also wir ziehen jetzt ein bisschen weg. 6 Siege sind uns mittlerweile in Folge. Und sind auf einmal wieder von ein bisschen weiter unten wieder ein bisschen mit reingekommen. Nach dem 5:2 im ersten Spieltag gab es ja die Heimniederlage. Ne, das Unentschieden und dann gab es die Heimniederlage, genau. Und da sind wir mal auf Platz 9 fest, aber dann haben wir seitdem alles wirklich hintereinander weggeschossen, was da so kam. Und da bin ich auch ziemlich zufrieden drüber, dass es jetzt gerade so ein bisschen läuft. Nächster Gegner ist übrigens Duisburg. Gut. Ja, nehmen wir das mal an, das Angebot, weil dann geht's wieder in der Winterpause zum nächsten Gegner. So, ja, Duisburg ist wie gesagt der nächste Gegner, das habe ich gerade eben noch kurz eben in der Vorschau gesehen. Die stehen eher ein bisschen was unten drin und da hoffe ich, dass ich dann weiterkomme. Ja, Champions League, da wollen wir irgendwann mal wieder hin. Also spätestens, ich gebe jetzt 5 Jahre, sagen wir es mal, also, da versuche ich mal wieder Richtung Champions League zu schielen. Aber jetzt erstmal geht's erstmal weiter mit dem Aufstieg. Nächster Gegner, nächster Schritt heißt MSV Duisburg auswärts. Und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht.